Die Lage in Afghanistan, sie bleibt dramatisch. Das zeigt sich gleich zu Tagesbeginn. Rund um den Flughafen von Kabul herrschen weiterhin Chaos und Gewalt. Tausende versuchen unentwegt durchzukommen, um einen Platz in einem der rettenden Evakuierungsflugzeuge zu bekommen. US-Präsident Joe Biden räumte unterdessen ein, dass der 31. August als Abzugstermin der amerikanischen Truppen und das Ende der Luftbrücke möglicherweise nicht zu halten sei. Mit den Taliban wird bereits gesprochen und die Islamisten zeigen sich offenbar kompromissbereit. Der US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein. Das Drehkreuz für die US-Evakuierungen aus Kabul. Über das Wochenende sind bis zu 5000 Schutzsuchende aus Afghanistan hier angekommen. Sie kommen zunächst in Zelten und in den Hangars unter. Beim Transport aus dem Krisengebiet sollen ab sofort auch die zivilen US-Fluggesellschaften wie Delta oder American Airlines mithelfen. US-Präsident Biden hat nun eingeräumt, dass ein Ende der Luftbrücke bis Ende August möglicherweise nicht einzuhalten ist. Wir hoffen, dass wir nicht verlängern müssen, aber es gibt Diskussionen zwischen uns und dem Militär, wie weit wir in dem Prozess sind. Am Flughafen in Kabul warten noch immer Tausende auf ihre Rettung vor den Taliban in eine bessere Zukunft. Nur für die wenigsten wird diese Hoffnung in Erfüllung gehen. Am Abend brachte ein deutscher Militärflieger Babynahrung, Kleidung und Trinkwasser. Auf dem Rückflug konnten 213 Schutzbedürftige ins usbekische Taschkent gebracht werden. Nach dem Stotterstart der deutschen Rettungsmission fordern die Oppositionsparteien eine Aufarbeitung nach der Bundestagswahl. Darunter auch die Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Baerbock. Und zwar mit einem Untersuchungsausschuss für die nächste Bundesregierung, auch ganz unabhängig davon, wer dann wie die Regierung anführt. Okay. Das, was an Desaster passiert ist, das können wir nicht einfach verschweigen. Baerbock erwartet, dass über 50.000 Menschen aus Afghanistan evakuiert werden müssen. Und dabei wird es wohl nicht bleiben. Der Städte- und Gemeindebund fordert für Flüchtlinge aus Afghanistan eine internationale Kontingentlösung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass am Ende nicht wieder Deutschland die Hauptlast trägt.